Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrax Arc Adventures. Heute bei unserem ersten ultimativen Feldtest hier auf dem grünen Obelisken oder beim grünen Obelisken. Wollen wir mal ausprobieren, wer denn da tatsächlich mit hochgezogen werden könnte in einem Gamma-Fight. Und ja, dafür habe ich hier 19 Recken plus unserem Binturong mitgeschleppt, also 20 Tames. Wobei, ich habe die gerade hier noch ein wenig, ne, ich habe die über Nacht in den Kryo-Kühlschrank gelassen, in den Kryo-Pötten und jetzt noch ein paar Levelpünktchen vergeben. Wobei, die Höllenhühnchen, die ich neu gebaut habe, die sind gezüchtet. Und der Sulfurwurm von unserer Eule keine Heilung bekommen haben. Ich konnte da so vorstehen und rumheilen und die hier waren auch alle eingekapselt, aber Frostwürmchen und die hier, die Hellhounds, haben sich dem nicht Interesse da kein nicht wirklich so dran gezeigt, haben die nicht. Ja, der Rest ist so, ja, probieren wir mal aus. Das sind nicht die besten Level und ich habe auch keine Ahnung, wer überhaupt mit hochkommt, aber dafür sind wir jetzt hier zum Austesten. Und wenn die Hops geht, ist nicht ganz so wild. Wir haben die Werkbank-Dudes haben wir zu Hause rumstehen. Und Aquafarmboy ist auch noch zu Hause im Hauptquartier. Also wenn wir da was neu farmen müssen, ist das kein Problem. Wir haben die Runen und so was haben wir noch. Ausrüstungstechnisch haben wir so gut wie gar nichts dabei. Ich habe das Material dabei, um den Boss zu beschwören. Ich habe hier die Dulli-Rüstung an, hier die HG-Military-Rüstung. Und das war's. Ich habe ein paar Heiltränke dabei, ein bisschen Koteletts hier rein zum Mümmeln dabei. Und ja, das war's. Selbst beim Friseur war ich noch nicht. Und ja, die sind gezüchtet. Ich habe nochmal zwei neue hergestellt, waren Männlein und Weiblein. Und die haben dann drei Babys rausgehauen. Das funktioniert wunderbar. Sind Lebendgebärden. Und die gehen mit hoch. Schade, dass ich euch nicht noch heilen hätte können. Das ist, wie man gerade sieht, ne, ich habe gerade die 20 Punkte in Gesundheit verpasst. Da die Olde nicht wollte, können wir da nicht heilen. Aber wir haben ja noch unseren Iron Golem. Und ich denke auch, mit dem haben wir auch die beste Übersicht. Dann gucken wir mal, dass wir mit dem da hochkommen und dann da rumspielen können. Ich pfeife euch mal alle auf mein Ziel angreifen. Das fehlt nämlich noch. So. Und vielleicht pfeifen wir auch mal alle auf Volk. So, die Eule habe ich vorher so eingestellt, dass die nicht auf Pfiffe reagiert. Frostwurm folgt auch. Dauert noch ein bisschen länger. Ihr müsst alle eigentlich im Kreis drin sein, dass damit hochgezogen werdet. Soweit so gut. Lasst mich hier runter. Autsch, wir haben aber verloren. Da haben wir mal. Also im Zweifelsfall, ich rechne damit, dass wir da alleine nachher oben stehen und wir hoffnungslos verrecken werden. Aber darum geht's nicht. Wir wollen jetzt erstmal wissen, woran wir denn hier überhaupt sind. Ja, schauen wir. Nein, wäre schön, wenn wir den Boss da besiegen können. Ich habe jetzt auch nicht die Chimera oder sonst was oder Hydra oder sowas mitgenommen. Das ist erstmal nur mal hier auskundschaften, wo wir den hier so liegen. Hier oben und wir scheinen auch so ziemlich alles mitgenommen haben. Das ist nice. Dann geht man da angreifen. Sag ich mal so. So, wir dürfen gleich jede Menge roten Text sehen. Außerdem ist das interessant, mal mit so einer Armee hier hochzurennen und gucken, was die so alles drauf haben. Sehr interessant. Den wir umgewandelt haben, der hat gerade die Steinsäulen gebastelt. Sweet. Hier überhaupt irgendwo dran zu kommen, weil wie üblich dürfen wir nicht angreifen und laufen. Aber die Gamma-Mutter geht ziemlich gut runter, dass wir hier solche komischen Fuß dabei haben, die nicht viel können. Kriegt dann aber hier gut runter. Nein, irgendwann auch weniger Leute, oder? Also, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mein Pedaleiro ist gestorben, aber der war auch nur Level, was war der Level 10 oder so, dass wir den bekommen haben ursprünglich. Das war natürlich jetzt nicht so die Welt, aber unsere zusammengehörige Armee hier, die scheint doch eine recht gute Figur zu machen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, die positiv war. Vor allem bin ich überrascht, dass die alle mit hochgehen. Die haben gut gekriegt. Das ist nice, da können wir eine richtige Supervolksarmee hier aufbauen. Das heißt, wir werden... Oh, das hat die wohl gefallen. Da von den Nächsten noch ein paar Heile bekommen. Das ist nice. Ordentlich Mischverstand von, die kriegt ja auch Rudelbonus, wenn man schon gut ausdrückt, das gesehen hat. Wer nervt euch, wo wir da sind. Dann können wir da auch ordentlich was zusammenstellen. Denn da geht ja ab wie Fitzkatzi. Hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte ehrlich gedacht, dass wir erstens hier alleine hier spielen müssen.
einen zweiten Ready-Mit hochkommt, dass wir jetzt schon 80-90% Schnee verloren sind. Aber toi toi toi. Da geht der nächste, der ist ein Power geht drauf. Da ist auch kein Paladin nichts dabei. Und dann hat er ein Schild gemacht für Beschwörer. Ey, ich weiß nicht. Ich hab nichts geschafft. Ich will auch gar nicht totfort, aber das ist bei der Musik so erwarten. Diese Fort von ihm, ich hab gar keine Regenkugel dort mitgebracht, damit wir hier Podest überstellen können. Aber kommen wir nochmal wieder. Das ist ja halt der Feldtest. Da ist der Berserker down, da ist der Ruhe down. Ich glaube, der Berserker war unser bester Kämpfer hier. Okay, der war auch nur Level 3 jetzt. Und zack, das ist die Hupe drauf. Sweet. Und wir hängen voll auf deren Kadaver fest und touren hier noch rum. Nice. So, da haben wir gar nicht so viel verloren. Interessant, interessant. Ich hätte gerne noch die ganzen Beutelchen. Lass mich hier los. Ja, irgendwas hat auch bestimmt den Loot eingesackt hier von der Blutmutter. Da scheint unser Berserker gewesen zu sein, weil da Mana drin war. Blutmutter selber ist empty. Alright. Ich sehe da noch einen Beutel. Komm hier. Da war der Direwolf. Dann haben wir alles. Sweet. Dann müssen wir auf der Plattform nur noch gucken, wer von euch denn den tollen Loot hat. Selbst ihr habt das relativ unbeschadet überstanden. Ich bin sowas von begeistert. Ich meine, es war jetzt nur Gamma, aber Respekt, Respekt, Herr Specht. Also so hätte ich ja nicht mit gerechnet, hätte ich damit nicht. Nice. Oh. Den Typ, den wir geritten haben, der hat den Finalschlag gehabt. Das ist ja peinlich. Bei dir kann man auch Fortitude skillen. Was das für einen großen Nutzen haben soll, keine Ahnung, aber wie auch immer, wir haben 20 Element bekommen, naja, und einen Gamma-Kopf, immerhin. So, und ein paar Verluste hatten wir, 20 Kryopöter habe ich dabei gehabt, nicht alle haben wir wieder voll, aber damit war ja zu rechnen. Ja, sonst steht hier keiner mehr rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Dullis haben wir verloren. Ne, 5, wir haben ja noch einen Dulli auf dem Kopf, wir haben ja noch unseren Binturong auf dem Kopf. Hast du auch Levelchen bekommen, mein gutes Binturongchen? Ja, so ein paar. Ah, stimmt. Ich hätte Gesundheit vergeben müssen. Nevermind. So, sweet. Dann kann ich deine Wenigkeit noch einpacken. Gucke mal, wir haben hier noch ein paar Pöttchen über hier. Sweet. Das hat wesentlich besser geklappt, als ich das vermutet hätte. Umso besser. Umso besser. So, willkommen zurück. Und ja, hier haben wir auch das erste Mal, was ich euch neu zeigen wollte. Ich habe mal so ein Harvester-Mac hergestellt. Und wow, geht das Ding ab. Das hat so viel Metall gefarmt, das ist abartig. Also der Berg hat nicht genug Rohstoffe oben drauf, wo ich mal farmen gehe, um da alles abzufarmen. Den schauen wir uns auch nochmal in der Folge an. Das müsste eigentlich fast alles eingeschmolzen haben. Oder hier reingepackt haben. Ja, das ist, was er alles mitgebracht hat. Das sind so ein, zwei Sachen. So, wo packe ich denn jetzt erstmal das Zeugs drin, was wir jetzt gerade mitgenommen haben? Hier sind meine regulären Klamotten drin. Ach komm, packen wir alles hier rein. Packen wir alles hier rein. Inklusive die Fahne und so. Kann ich später aussortieren. So. Das da alles rüber. Hast ja genug Platz da drin. Meistens Müll. Aber halt nicht alles. So, sweet, sweet, sweet. Und ja, ihr werdet nachher auch wieder aussortiert und dürft dann wieder weiter für uns hier Basis machen beziehungsweise Rohstoffe ranholen. Wir erheben eine komplett neue Armee mit Völkerchen neu aus hier, wenn wir sie denn dann da unterwegs finden. Momentan wird erstmal da geparkt und hier haben wir die, ja, die Eltern unserer Höllenhunde, die wir da gerade mit dabei hatten. Also zwei neu beschworene, war direkt Männlein und Weiblein. Wunderbar, die können dann hier rumstehen. Und Nachwuchs geben. So, dann gib mir mal eben kurz hier meinen ganzen Kram jetzt zurück, inklusive Farbe und Schere. Da sage ich jetzt momentan auch nicht nein. Ich muss mir wieder Haare schneiden hier. Und ja, ich habe ein bisschen Research betrieben, wie man denn die Golems da jetzt tatsächlich zähmt. Hundertprozentig schlauer bin ich jetzt noch nicht, aber halt so ein bisschen. Und ich war schon auf dem richtigen Riecher. Man muss die overpowern, bis die auf 25% Gesundheit sind. So, was steht denn da? To overpower an elemental, wo die auch drunter fallen, get it to under 25% health and make sure it is inflicted with either dark blight or light blight.
When it enters a weakened state, jump on and take control. You will begin to take damage as soon as you get on. So take precautions by bringing plenty of healing items or resistance items. The damage you take ignores armor, so armor value will not matter. Ja, so weit, so gut. Ich hänge jetzt nur bei dem Dark Blight or Light Blight, was man bei denen draufpacken soll. Denn ich finde nichts in dieser Richtung. Wenn ich hier reingehe in die Apothekerie oder sowas, da gibt es keinen Trank, wo Dark Blight oder Light Blight dran steht. Ich finde auch so nichts mit Dark oder Light Blight. Hier, Light Blessing ist das nächste, was so in die Richtung dran kommt. Ich habe die Vermutung, dass eventuell, und das Belt ist übrigens auch nichts, habe ich schon nachgeguckt, unter Weapons, unter Amos, hier einer von hier, Soothing Arrow oder Dark Aura Arrow damit gemeint sind, dass das noch nicht aktualisiert ist. Weil bei den Soothing Arrow steht ja auch hier von wegen, dass die dafür gedacht sind. Warte mal, wo haben wir es denn? An arrow created with light mana, it's not even technically a physical object, so it's one lex damage, it used the natural properties of light mana to calm raging wild animals. Dieser Satz. It uses the natural properties of light mana to calm raging wild animals. Lässt mich denken, dass das eventuell damit gemeint ist. Dass man das auf dem Golems draufschießen muss, während die auf 25% Gesundheit sind. Und ja, das könnte man bei Gelegenheit ausprobieren. Ein paar davon haben wir hier. Soothing Arrows, da haben wir ein paar davon. Das könnte klappen. Weil ansonsten bin ich mit, warte mal. Lass mal gucken. B-L-E-G-H. Da findet man gar nichts. Blight, da ist nichts. Da ist absolut nichts in den Grammen drin. Warte mal. Was tippst du denn jetzt da ein? Dark Mana, Dark Aura Arrow. Da create Dark Mana Reaper Drone, Dark Mana Seeker, eventuell das könnte es noch sein, aber das sieht mir nach einem Reaper oder sowas aus. Und wenn ich Light eingebe, Light Arrow, Light Elixir, Light Mana, Spotlight, bla bla bla, Light Blessing. Nee, da finde ich so in der Hinsicht nicht. Und das, was ich vorhin vorgelesen habe, ist direkt von dem Mod Creator. In Bezug auf, wie man die Dinger denn zähmt. Also von dem her, in der Richtung finde ich nichts direkt. Da ist doch ein bisschen rumgerätselt. Könnte aber sein, dass wirklich die Arrows damit gemeint sind. So, ich brauche noch ein paar Kryopöttchen, ein paar leere. Gib mir die hier. Und gib mir hier auch noch die leeren Kryopöttchen. Wenn wir mal wieder unterwegs was finden, muss ich die ja für mich gewinnen können. Ich brauche auch meine Rüstung wieder, meine reguläre. So, vielen Dank. So, lass mich mal kurz die Brille runternehmen, weil ich habe so die Befürchtung, dass du sonst wieder nicht funktionierst. Und zack, da ist der Effekt. Sweet. Kannst du das hier wieder haben, kannst du das wieder festhalten. Hat mir gute Dienste erwiesen. Ich bedanke mich recht herzlich. So, Kibbel haben wir, Mann. Wunderprächtig, wunderschön. Ich könnte das hier reinziehen, oder? Nur könnten wir auch ein paar herstellen. So ist es ja nicht. Oh Gott, sehen die cool aus. Sehen die cool aus. Ja, okay, in der Perspektive sehen die scheiße aus, aber hier sehen die richtig cool aus. Mhm. Oder richtig pinky. Guck mal hier, da stehen also noch unsere Völkerchen rum, die hier noch zu farmen sind. Ich habe nicht alle Zentaure mitgenommen, den habe ich da gelassen. Und auch unsere Archerin habe ich nicht mitgenommen. Ja, so weit, so gut. Super. Ich hätte gedacht, das würde länger dauern und wird schwieriger, aber ja, läuft ja an sich. So, kommen wir mal zu dem Apparillo. So, da haben wir erstmal hier jede Menge Benzin hier drin. Ne? Das ist quasi deren Futter. Ich bin gerade an Gesundheit am Arbeiten. So, und der hat auch ein paar Besonderheiten. Man muss hier ins Radialmenü rein, um den aufstehen zu lassen. Wenn man der mal ausgestiegen ist. So, dann kann man auf den reiten. So, wenn man wieder raus will, also ich kann jetzt einfach drücken und absitzen, dann bin ich hier drinnen gefangen und komme nicht mehr raus. Kann aber weiter mit dem reiten oder so. Nee, da muss man hier wieder ins Radialmenü sagen, sit down. So, und dann geht die Luke auf, man kann wieder raus. So easy ist der. Und stand up. Und wir müssen auf die Teleporter-Plattform. So, jetzt können wir riden. Das ist ein bisschen nervig, das rein- und rausgraubt sie hier. Kann ich eigentlich so? Nee, kann ich nicht. Ich muss erstmal so.
So, und jetzt teleportieren wir uns rüber zu dem Berg. So, dann gehen wir mal kurz eine kleine Runde gucken da. Okay, hier haben wir Bösbesuch, Allosaurier und so. Naja, gut. So. Und ja, die beste Farmmethode für den ist hier einfach so per Rechtsklick. So, dann sieht man schon, wie der Drill hier loslegt und der kriegt hier Ressourcen, das ist nicht mehr schön. Und tragen kann der wie Socke. Ich glaube so, die linke Attacke ist mehr so, damit kann man auch das Metallsorten wegmachen. Ich habe so den subjektiven Eindruck, dass das weniger gibt. Ich denke mal, dass die linke Attacke hier, die Baggerschaufel da vorne mehr so für Bäumchen gedacht ist, dass man da Bäumchen wegnimmt. Würde Sinn machen und der Drill mehr so für Steinchen. Ja, guck mal, da haben wir schon über 7000 Metall schon zusammen. Wo waren noch gar nicht großartig Farben. Ja, was rennt da noch rum? Astrolasuchus, Level 20. Faschosaurus, Level 20. Also wieder einer von der Antifa. Roku Level 15. Ah, die Low Level auf Eilen. Ja, geht halt mit dem super ab und wie man sieht, so viel Gewicht hat er noch gar nicht hier aufgenommen. Hier, guck mal, ein komplettes Stapel mit 10.000 Metallerz wiegt gerade mal 100 Kilo bei dem. Bei uns wiegt er 1.000 Kilo. Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Was der hier an Gewichtsreduzierung kriegt, das ist super abnormal. Cool ist das und ja, man kann mehr oder weniger hier die ganze Pflanze mit dem wegfarmen. Und ja, ist ein spaßiger Besuch. Den lasse ich meistens dann jetzt hier oben hier stehen. Hops, da mal kurz in den rein und farm dann hier Zeug weg. Wie man gerade gesehen hat, im Schmelzofen haben wir gerade noch genug an Metall und so. Hier hinten steht er ganz gut. Von da auf einfach an den dran heran, alles in den Briefkasten packen, nach Hause schicken und gut ist. Ja, und du brauchst halt ab und zu, alle 10 Minuten oder so, verbraucht er da mal eins von diesen Spezialbenzinkanister, Robotik-Diesel. Das machen wir an einer bestimmten Werkbank, die wir zu Hause stehen haben. Die wir auch nochmal zeigen können. So, zack, wieder nach Hause. So. Ja, an der Werkbank macht man den Kram fertig. So, unter Ressourcen. Da, Robotic Diesel. Damit macht man das. Braucht normalerweise fünf reguläres Benzinzeugs und dann ist gut. Ja, du bist gerade an der Lagerstätte. Gut, ob du noch gar nichts craftest. Hier gibt es auch noch wieder jede Menge neue Rezepte, wo wir noch nicht reinguckt haben. Zum Beispiel gibt es hier unter. Ne, da waren wir schon dran. Genomzeugs, Farming. Da gibt es noch hier Aberration Poly Plant Seed. Da kriegt man also eine Ogre Poly Pflanze mit. Die haben wir auch schon oben stehen. Die haben wir sogar schon ein bisschen länger da stehen. Ich bin nur noch nicht drauf eingegangen, weil ich das hier in einem Rutsch machen wollte. Robots, das ist genau das Ding, was wir hier gerade hergestellt haben. Oder beziehungsweise, was ich euch gerade gezeigt habe. Hergestellt habe ich das auch schon vor 2 Folgen. Und das Structures gibt es Neues. Das Crafting-Ding hier, das haben wir schon stehen. Da gibt es die Waffen und Munitionen und so was drin. Aber da gibt es mittlerweile auch noch das Ding hier. Modified Stasis Chamber used to manufacture genetic life. Wenn wir genug Rohstoffe haben, können wir das mal eben herstellen. Ich kenne das selber noch nicht. Können wir das herstellen? Uns fehlt noch ein bisschen Polymer und mehr Electronics. Alright, okay. Das lässt sich ja nachcraften. Das ist ja kein Problem. Ja. Gibt es sonst noch was Neues hier? Nee, das war es vorher schon da drin. Und Armor, gibt es noch irgendwelche Tech-Stiefel gibt, aber da habe ich momentan kein Interesse dran. Details, wir brauchen noch ein wenig Poly mehr. Das kommt im Laufe der Zeit dran. Hier habe ich auch schon für den nächsten Käfert vorbereitet. Nee, das ist falsch. Composites, da. Gib mir mal, was brauchst du dafür? Cementing Paste und Obsidian. Dann lass mich erstmal hier 1000 Stück davon herstellen. So, das Material haben wir auf jeden Fall auf Vorrat. Sweet. Und hier nochmal 100 oder so.
Denn ich weiß nicht, wie viel Cementing-Pace wir gerade momentan noch auf Lager haben. Dürfte nicht allzu viel sein. Ja, nee, 5284 oder so. So, lass das mal in Ruhe craften. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, dass wir da noch gucken können, weil es da Neues gibt. Die Gärtnerei läuft soweit noch. Ich habe euch noch gar nicht leer gemacht hier. Hier kriegt man wieder ein paar Pünktchen Gewicht rein. So, und ich habe noch einen Zamminger. Oh, guck mal, da ist schon wieder ein Suizid-Delefin gewesen. Die armen Viecherchen hier. So hier, so ein Kreis hergestellt. Summoning Circle gibt es in der Necromantra Station. So, und da gibt es jetzt auch noch jede Menge neue Dullis. Unter Elemental gibt es Resurrected Fire Everlast Drellion. Da brauchen wir aber noch mehr Fire Element für und Magic Crystal und hast nicht gesehen. Vor allem brauchen wir Black Pearl Dust. Und das zu kriegen ist ein bisschen schwieriger. Wir müssen einen wilden Balrog finden und den umnatzen. Davon kriegen wir einen Kern. Und mit dem Kern können wir uns selber einen Balrog herstellen. Und wenn wir den Balrog haben, der ist dazu fähig, Black Pearls in sein Inventar in Black Pearl Dust umzuwandeln. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, da gibt es dann hier noch ein Resurrected Ice Everlast Drellion. Braucht wieder andere Materialien. Und ein Resurrected and Augment Everlast Drellion. Ja, du brauchst dann auch unter anderem 30 Schwerter und... Ja, die Schwerter habe ich schon hergestellt. Metallschilder habe ich noch nicht hergestellt. Da muss ich noch ein paar Herstellen auf Seite legen, so ein paar Primitivlinge. So, dann gibt es aber auch noch Necromancer-Zeugs. Hier, du brauchst nur Mana, du brauchst... Cockatrice Venom, dafür haben wir den Cockatrice. Dark Mana brauchst du. Wieso brauchst du zweimal Dark Mana? Dark Mana 0 von 100, Dark Mana 0 von 100. Kannst du nicht direkt schreiben 0 von 200? Und ein Skull brauchst du. Du brauchst... Warte mal, ist da irgendwas drin, was spezielle Sachen braucht? Hier kommen die ganzen Kadaverfleischsachen zu tragen, die wir andauernd finden. Ist hier irgendwas drin, was wir nicht können? Souls müssten wir nicht haben, Mana und so was müssten wir nicht haben. Great Bone Golem, das ist das Ding, wovon wir diese ganzen Knochenbümme bekommen haben. Ich glaube, mit dir fangen wir an, dich herzustellen. Great Dread Knight, Warpike und Dread Knight Sword. Aber ihr braucht Dust. Ihr braucht Pearl Dust. Die können wir noch nicht. Also lass mal gucken, ob wir dich hier nicht mit dir nicht anfangen können. Eieieiei. Da fehlt uns aber einiges. Weil. Warte mal, so viel kann uns doch gar nicht fehlen. Small Age Skull, 100 und hast du nicht gesehen. Haben wir noch nicht so viel. Ah, wir haben Large Age Skull haben wir immer bekommen von dem Dulli, ne? Naja, okay, dann fällst du halt raus. Dann fangen wir mit dir an. Summon Sentinel. Use this to temporarily summon a loyal Sentinel to your side. Also der bleibt nicht ewig da, der geht wieder weg. Temporarily summoned. Du bist dauerhaft. Create Fallen. Ja, dann gib mir mal so ein Fallen. Fallen, Turn. Achso, muss ich Turn On machen. Hehehe. Ach, du verbrennst Dark Mana dafür. Okay, dann ziehen wir halt nochmal Mana nach. Ist doch kein Problem. Wow, du gibst ja richtig Gas beim Craften. Wow, ich bin faszinierend. So, dann lass uns den hier mal hinterher packen. So. Vielleicht gehst du ja schneller. Und dann schauen wir uns das Spielchen mal an. Nice. Also du wirst mit Mana betrieben. Ist ja interessant. Schon wieder Abenddämmerung. Dammit. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall jemanden, der hier Cockatrice Venom braucht. Interessant. Ist mal wieder alles interessant heute. Bitteschön. So, bist du dann ein Item, was hier drinnen liegen wird? Ja, du bist ein Item, was hier drinnen liegt. Oh, den zweiten hast du aber jetzt schnell hinterher gekloppt. Das war der hier. Kannst du mir den hier noch herstellen? Kannst du. Wunderbar. Du wolltest den hier gerade nicht. Und ihr braucht die Pearls. Na gut. Der braucht wieder lange. Na gut, 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 gut. Dann gucken wir uns mal den hier an. Da krabbelt er aus dem Boden raus. Interessant. Du, dich darf man nicht reiten. Warte mal, beim letzten Mal konnte ich dich noch reiten. Du hast einen Sattelslot. Ah, oh, geht der Scheiß wieder los. Was brauchst du denn wieder für einen Sattel, ey? Ah, das Sattelproblem mit Pyria ist echt zum Kotzen. So, Fallen oder Withered? Nee, du nicht. Du nicht. Du aber auch nicht.
Aha. Zumindest von denen, die da aufgeführt sind. Keiner, der den Sattel will. Warte, 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 warte. Folgt mir ja nicht, oder? So, ihr habt die Mitteldinger an, oder? Du hast gar keinen Sattel an. Dammit, der wollen wir mal drinnen stehen. Gib mir mal erstmal den Sattel, den Hydra gerade anhat. Du hast den High-Tier-Pyria-Sattel an. Alright, dann müssen wir nochmal kurz den Sulfurwurm rausholen oder so. Du hast nämlich einen anderen Sattel an. Du da? Sulfurwurm. So. Du hast den Mit-Tier-Pyria-Sattel an. Alright, dann müssten wir eigentlich noch ein Schild für Schilder haben. Nee, haben wir nicht. Wer hat denn jetzt noch ein Schild? Nevermind. Schild for Races. Gib mir mal einen. So einen. Vielleicht trägt das ja einer von euch da. So. Nur herausfinden, was er da tragt. Ja. Low-Tier-Pyria-Sattel brauchen wir noch. Und dann gebe ich noch die Kinship-Rune. Ah, du warst beim falschen Schrank dran, du Trottel. Du hast ja extra einen Sattelschrank. Da. So, hier, da haben wir noch die Kinship-Rune. Und du bist ein Senior-Class-Implant. Du kommst da gar nicht rein. Die Kinship-Rune, die habe ich noch gar nicht bei der Hydra, Quatsch, bei Chimera ausprobiert. Vielleicht passt du da rein. Nope. Da leck mich doch am Arsch. Das Sattelsystem ist echt zum Kotzen, ne? So, wo bist denn du jetzt? So, dann fangen wir mal an mit dem High-Tier-Pyria-Sattel. Willst du nicht? Alright. Willst du den Mit-Tier-Pyria-Sattel? Willst du nicht? Willst du ein Schildchen? Du willst ein Schild. Alles klar, du kriegst Schild. Und ich kann dich immer noch nicht reiten. Vor ein, zwei Updates zurück konnte ich noch dich mehr oder weniger, Anführungsstrichen, reiten. Da war ich quasi in dir drin, hab dich gesteuert. Machst du jetzt also nicht mehr. Alles klar, dann lass uns jetzt mal den Riverrid rausholen. Oh Gottchen, du siehst ja richtig. Oh Gott, du siehst ja noch verblödeter aus als der daneben. Oh, machst du Sounds? Du hast auch einen Sattelslot. Ich denke mal, du willst dann auch das Schild haben. So. Lass dich überraschen. Du willst das Schild nicht haben. Ah! Von der Sauerei. Willst du das haben? Nein, willst du nicht haben. Wo bist du jetzt? Nein, nevermind, dann nimm alles da rein. Willst du das haben? Willst du nicht haben. Willst du das haben? Nein, willst du nicht haben. Willst du das haben? Nein, willst du nicht haben. Willst du das haben? Nein, willst du nicht haben. Du willst mich verarschen, willst du, wa? Okay, da willst du also gar nichts davon haben. Bei dem wissen wir wenigstens, dass er das Schild nimmt. Okay. Dann haben wir noch den Great Breath. Hier haben wir noch. So, zack. Ei, verbibsch. Du bist ein relativ neuer, du. Ich habe letztens erst am Strand gesehen. 240er. Wow, nice. 270er, 240er. Sweet. Du hast auch Sattelslots. Nimmst du den Sattel? Nein, nimmst du nicht. Nimmst du die Kinship-Rune? Nein, nimmst du nicht. Nimmst du den Sattel? Nein, nimmst du nicht. Nimmst du den Sattel? Nein, nimmst du nicht. Nimmst du den Sattel? Nein, nimmst du nicht. Ach, leck mich doch aller Marsch hier. Wofür habt ihr einen Sattelslot, wenn ihr nie einen Sattel haben wollt? Hm, hast du irgendwas im Realialmenü drin? Nein, hast du nicht. Aber du siehst ganz cool aus. Du hast auch nichts da drin. Da ist schon wieder der fliegende Fisch. Dammit. So, wenn man hinten über die Schulter guckt, da fliegt schon wieder einer rum. Hast du wenigstens Turret-Modus? Nope, hast du nicht. Deine Wenigkeit? Da ist auch nichts Besonderes. Alright. Hast du Turret-Modus? Enable Turret-Modus. Und allow Special Attacks. Okay, das heißt, du könntest hier quasi Basiswache wieder machen. Ja, nur fall doch nicht da runter. Oh, da kommt er wieder hoch. Aber so gerade mal so eben an der Kante hier. Attack mit Target ist schon ganz richtig. Gut, Behavior. Enable Turret Mode. Behavior allow Special Attacks. Wunderbar, Basisverteidigung steht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenigstens kannst du ein Schild tragen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und ich würde sagen, ihr seid die ersten zwei Kandidaten, die in unsere definitive Bossfight-Armee dürfen. Gehe ich mal von aus. Ah, da muss ich unten erst den Kryopod-Schrank leer machen. Na. Da sind ja noch die Dulis drin, die ich da vorhin ausgelagert habe.
Ihr kommt beim nächsten Test mit, wenn wir ein paar Leutchen mehr haben. Gut, dann können wir hier ein Meer noch nicht machen. Ja. So, wen habe ich jetzt alles im Sattel geklaut? Dem Würmchen hier. Die Würmchen hatte ich im Sattel geklaut. Welchen hattest du denn? Den hier hattest du, wa? So, bitteschön. Hast du den schon mal wieder zurück? Lass mich hier die beiden Dullis von gerade. Lass mich die mal hier in den Schrank kurz rein, kurzweilig reinpacken, bis ich die anderen wieder vernünftig aussortiert habe. Warte, dich muss ich dann ja gar nicht da reinpacken in den Kryopod. Dich kann ich draußen wieder hinstellen. Kannst du da gesund werden? Du bist einer unserer Kampfduzeriche, mit dem wir mal losziehen können und Sachen machen können. Ja, du kannst so eingestellt bleiben. Das passt schon. Bitte schön. So, dem Ding da hinten habe ich noch einen Sattel geklaut. Und Verfrorenheit, so was, wa? Du hattest den hier? Du hattest den, okay. Stimmt, den konnte man noch nicht höher upgraden, weil uns noch ein bisschen Material dafür fehlte. Sweet, dann lass uns mal die anderen Sättelchen blocken von den Ottern da. So, hier rein. Boinks, boinks, boinks. So. So, bei dir habe ich auch noch nicht rausgefunden, was du für einen Sattel trägst. Wahrscheinlich auch ein Schild oder so. Das haben wir hier immer zusammengebrutzelt? Nein, haben wir nicht. Hier ist ein ganzes Zeug. Ich habe doch vorhin, was haben wir denn noch geguckt? Achso, wir haben ja hier geguckt, dass wir hier das dran kriegen und das dran kriegen. Mach nochmal 500 da. 500. So, so. Das passt noch. Alright, dann kannst du mir hier auch nochmal. Du bist der falsche Apparillo. Hier, mach du mir noch mal ein bisschen davon fertig. Am besten 1000 Stück oder so. So. Damit wir demnächst hier die komische Station daher kriegen. Wo war es nochmal? Structures, Genetics, das Ding, ja. Genomic Assembly. Reicht das schon? Reicht. Sweet. Alright. So, bin mal gespannt, was wir mit dir alles machen können. Lass mal gucken, wie groß bist denn du? Aber geht eigentlich. Muss ich dich draußen irgendwo hinstellen oder kannst du hier drinnen irgendwo stehen? Ich weiß nicht, ob man... Was man da jetzt genau mit macht. Warte mal, steht da... Ja, den Weg muss man frei... stellen wir dich mal kurzfristig, stellen wir dich mal hier so eben kurz hin, bis ich weiß, was ich mit dir machen will. Turn on. Wir müssen also in der Nähe von der Elektrizität sein. Alright. So, was können wir hier machen? Mit Base-Genom, mit 100 Base-Genom können wir ein Chibi-Loot-Crate herstellen. Toll, Loot-Crate-Spielchen. Genetics. DNA. Oh Gott, hier sind jede Menge Ordner drin. Artificial, Semi-Hybrid. Da brauchen wir mal Genome für. Ich habe bis jetzt noch nirgendwo Genome bekommen. Kann das also schon mal nicht richtig sein. Hier muss irgendwo noch was sein, wo was Genom-technisches herstellen. Ah! Wir brauchen befruchtete Eier. Entweder Baryonyx, warte mal. Ja, Baryonyx, Suchomimus, Oxalia, in dem Fall die Aberration-Varianten. Oder halt, je nachdem, wo man sich gerade befindet, ne? Bei uns wären das die regulären Varianten. Valibona Ventrix. Valibona Ventrix, da das haben wir schon 50% von. Mir fehlt nur noch ein Mannequin. High-Level Mannequin. Wollten wir sowieso haben. Du brauchst auch noch die Sales dazu. Das ist ja schon eine kleine Sauerei. Alright, okay. Da, also mit den befruchteten Eiern kriegt man die Genome raus. Okay. Therapoda Artificial. Okay, das war das. Hybrid Project. Semi-Hybrid. Oh boy. Okay, Synthetik X-Genom, Spinosaurus. Wenn man dann genug von dem DNA-Zeug zusammen hat, kann man hier dann wieder weitermachen. Interessant. Na gut, da musst du nicht unbedingt hier stehen. Ja, ich denke mal, man kriegt dann ja sowieso Eier oder sowas. Dann kann ich die auch Gott weiß wo raushauen, wo ich das gerade am besten gebrauchen kann. Pff, wo stellen wir dich hin? Da hinten beim Fensterchen? Hier so? Ja, wa? Klingt nach einem Plan. Machen wir so rum. Alright, dann können wir damit demnächst auch spielen. Interessant.
Interessant, interessant, interessant. Dann wissen wir also auf jeden Fall, was wir dann in der Richtung noch holen müssen. Ja, dann würde ich sagen. Was würde ich denn sagen? Ich würde viel sagen, wenn der Tag lang ist. Lass uns noch mal eben hier so unsere Chimera schnappen. Dann müssen wir mal aufrufen, ja? Noch mal hoch zum Ressourcenberg und dann mal eben rüber Richtung Vulkan. Ach, scheiß auf die Chimera. Scheiß auf die Chimera. Lass uns einen Gargoyle nehmen. Und dann mal auskundschaften, ob wir vielleicht nicht da irgendwo einen Balrog sehen. Ja, warte. Nur mal gucken. Nur mal gucken so. Wo ist denn der? Bist du der mit dem HG-Ding? Nee, du bist der mit dem HG. Du bist schon länger treu. Dann könnten wir eigentlich auch besser Vulkan Island anfangen. Du fliegst tatsächlich hier durch die Luft. Ich weiß nicht, was dich zum Fliegen bringt, aber wir haben hier ein kleines Fischlein, was hier bei uns in der Basis immer durch die Luft fliegt. Ich bin sowas von begeistert. Normalerweise ist das ja ein Hinweis darauf, dass der Server gerade abschmiert, aber dem geht's gut. Dem geht's tatsächlich gut im Server. So, lass mal hier hochkammern. So, jetzt wo wir nicht mehr überall sind, wo Fackeln sind. Lass uns erst nach da teleportieren. Da mal kurz einen Schwuppdiwupp machen. Wenn wir da genug gesehen haben, dahin teleportieren und dann hierhin fliegen und da Luki Luki machen. So, da wir wenigstens schon mal einen Balrog zur Sicht bekommen haben. Das wäre ja schon mal was wert. Wenn wir Glück haben, treffen wir auch unterwegs irgendwo. Da ist doch direkt einer. Damn, da ist direkt einer. Alles klar, zurück. Perfekt. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ich gehe mal eben Chimera holen. Da können wir auch vorher noch den Alpha Raptor da wegmachen. Level 15er. Perfekt. Ey, als wenn ich das geplant hätte. Als wenn ich den. Oh, na nee. Jetzt nicht drauf hinweisen. Sonst kommen die uns noch auf der Schliche, dass wir die tatsächlich hier vorher per Code haben spawnen lassen. Können wir nicht machen. Und eigentlich gerade gesagt haben, wenn wir unterwegs noch einen Elemental-Heini sehen, können wir mal eben gucken, was die Pfeile denn da machen bei dem. Also so ein Golem. Muss mich schon runterlassen hier. Voll am Hängen bleiben hier. Ja. Sicher, sicher. So, da wollen wir uns erstmal warm kämpfen hier mit Mr. Kano und Alpha Raptor. Boing. Da sind zwei Balrogs. Damn, als wenn die halt gerochen hätten. Da hinten ist noch einer. Ein 30er. Konnte ich eigentlich bei dir vom Rücken ballern? Nee, konnte ich nicht. Bei Heiltränke habe ich auf der Leiste. Alles klar, die liegen auf der 6. Du machst Feuerschaden. Wodurch sind wir denn jetzt isoliert? Gestern hast du uns doch noch keine Isolierung gegeben. Jetzt ist die Isolierung weg. Hä? Weil wir in der Nähe von dem Balrog waren? Hast du den Tischlein fallen lassen? Nee, wa? Oh, Merkwürdigkeiten tun sich ja wieder auf. Da, Balrog-Core. Das erlaubt uns, demnächst selber einen Balrog herzustellen. Nice. Nice, nice. War gar nicht mal so easy. Leicht. Schwer. Jetzt haben wir wieder die Isolierung. Gibt unser Gegner uns Isolierung? Warrior Spino, Mana, bla bla bla. Von dir habe ich jetzt keinen Core bekommen. Weil er jetzt echt Glück hat, der die gar nicht immer hundertprozentig gibt. Sieht ganz danach aus, man. Sonst hätten wir mir jetzt zwei Cores. Oder man kann nur einen Core im Inventar haben. Das ist nur einer. Naja. Geschenkten Maul schaut man nicht vorm Gaul. Nehmen wir mit. Kein Problem.
Dark Archer. Alright, dann lass uns mal die Dark Elite direkt machen hier. Wir sind sowieso voll aggressiv bei uns. Haben wir hier noch? I don't know. Kann man irgendwas? Ich brauche euch alle fertig. Ich hab voll drauf. Schreckt mich doch nicht so. Ich dachte gerade, ich hätte mich selber umgebracht. Das ist doch einfach gerade, ne? Sweet. Dem ist dann Kassi-Tassi, tu dich weg. Du bereust das. Ahnung, könntest du mal ein bisschen schneller die Ausseite machen? Ich hab da noch einen Dark Archer, der mir auf dem Fell hängt. Ja, guck mal, der macht komische Sachen, macht der mir. Dankeschön. Oh, du bringst uns ganz schön gut runter hier. Du musst dir ja sofort mal einen Heiltrank reindrücken. Da liegst du aber. Haha, wer hätte jetzt das beste Lachen hier? Ja. Das beste Lachen oder wie auch immer. Da. Jetzt gib mir das mal hier, den Balrog-Core, gib mir den mal. Sweet. So, dann lass mich mal direkt kicken hier, ob wir den nicht irgendwie Balrog herstellen können. So, das da rein, das kommt da eigentlich nicht rein. Never mind, das kommt auf jeden Fall da rein. Und das. Das ganze Kadaver-Zeugs hier, na, nicht die Gems. Dammit, Kadaver-Flash, ja, Kadaver, irgendwas. Das Mana noch da rein und sortiert das später weiter aus. So, da dürfte aber das Wichtigste gewesen sein, was eventuell uns hier noch abhalten kann. Nee, du bist wieder hier drin, wa? Du bist wieder hier drin. Summon Elementals Activate Balrog Core. Balrog Core brauchen wir eine, Feuerelement brauchen wir von. Und Rohmetall. Rohmetall haben wir hier. Mal gucken, was fehlt uns denn dafür. Metall? Ja, das lässt sich nachfarmen. Feuerelement von 8900 Stück. Und wenn wir Element selber craften wollen. Wo war denn der Scheiß jetzt nochmal? Oh Gott, die Übersicht hier ist echt zum Kotzen, ey. Nee, ich konnte das doch irgendwo herstellen. Unter Spells? Necromancy Construct? Buffs? Nein, das war es nicht. Das war es nicht. Consumables? Nein. Wo warst du jetzt? Mana-Manipulation. Was brauchst du dafür? Mana und Sulfur. Mir gib mir mal so viel, wie du machen kannst. Das ist so viel, wie du machen kannst. Maximal. 40 können wir herstellen. Weil uns Sulfur fehlt. Okay, wie viel kriegen wir mit einem Craft? Ja, nee, so schnell werden wir das wohl nicht so voll haben, das Zeugs. Da werden wir wohl noch ein bisschen farmen müssen. Na gut, aber wir sind schon mal ein gutes Stückchen weiter. So weit, so gut. Dann wissen wir da jetzt erstmal Bescheid. Ja, ich habe jetzt noch eine Menge aufzuräumen, wie man hier unweigerlich erkennen konnte. Hier ist alles durcheinander und alles so halb hingeklatscht. Aber wir wissen jetzt grob, was wir so in den nächsten paar Folgen so alles machen können. Mehr Balrogs farmen, mehr Elemente farben. Uns nochmal mit den Golems da versuchen. Spinos rankriegen, ein Pärchen. Pärchen Baryonyx rankriegen. Das kam ich gerade nicht drauf. Und Pärchen voll machen von Valibona Ventrixe. Und mehr Feuerelement herstellen. Damit wir den Balrog herstellen können. Das sind so die nächsten paar Ziele. Und von unseren Völkerchen hier, wo haben wir sie? Von unseren Völkerchen hier High-Level-Dudes rankriegen für eine Armee. Das sind so die nächsten paar Ziele, die wir so vor uns haben. Und ja, zusätzlich zu den anderen Zielen noch, ne? Wir müssen noch die anderen Gamma-Bosse machen. Wir müssen die noch auf Beta machen. Wir müssen die noch auf Alpha machen. Wir müssen noch die Artefakthöhlen klären. Wir müssen noch die regulären Bosse aus Pyria angehen. Und hoffen, dass wir dann irgendwann auch mal zu den größeren hinkommen. Also, wir müssen noch ein Licht erledigen. Wir müssen noch ein hier noch und da noch. Und da hast du nicht gesehen erledigen. Müssen wir uns irgendwann mal einen Yggdrasil stellen können. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Aber für heute war es das erstmal was. Ich denke, das war eine sehr gelungene Folge. Und ja, ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie meiner Wenigkeit. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, mit viel Glück und Durchhaltevermögen und so was in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, gebt der Gas und habt Spaß und auf Wiederwinke. Tschüss.